2022 ist ein Jahr des Jubiläums, 505 Jahre Reformation. Und wer im Laufe dieses Vortrags etwas genauer hinhört, wird in den kommenden Minuten feststellen, dass wir ein noch runderes Jubiläum haben, ein 500-jähriges Jubiläum auf einen Teil, der zur Reformation dazugehört, wie wir gleich noch feststellen werden. Der Reformationstag in Deutschland, der in Niedersachsen ja unter anderem auch ein Feiertag ist, ist mit keinem anderen enger verbunden als mit der Person Martin Luther. Das Protestantentum hat unter anderem in ihm eine starke Wurzel. Und wer genau war dieser Mann, der wohl vor allem für seine explosiven 95 Thesen am berühmtesten ist? Außer Thesen nichts gewesen. Dem Thema wollen wir heute einmal nachgehen, was trieb ihn in seinem Eifer und gab ihm die Standhaftigkeit, Kaiser und Päpste zu trotzen. Wir starten hinein in diesen Vortrag über Martin Luther, über seine Biografie und wollen am Anfang einen Vers aus Sprüche 23 aufgreifen. Sprüche 23, Vers 23 hat einen biblischen Einkaufstipp. Seht, was die Bibel zum Shoppen an dieser Stelle uns zu sagen hat. Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Weisheit und Unterweisung und Einsicht. Dieser Vers soll über dem Leben, über der Biografie von Martin Luther stehen und uns in den folgenden Punkten begleiten. Wir haben drei Punkte, an denen wir uns entlanghangeln werden. Luthers Lage, Luthers Leben und am Schluss noch Luthers Legat, also sein Erbe. Luthers Lage, mit dem fangen wir an. Und zwar wollen wir uns einmal einen Blick gönnen in die Zeit, in der Martin Luther gelebt hat. Beziehungsweise in dem Kontext, in dem Martin Luther gelebt hat. Und da möchte ich an dieser Stelle ein Stückchen weiter ausholen, weil es ja so ist, dass Luther in einer ganzen Reihe von Glaubensmännern steht. Er hat das Rad oder das Evangelium ja nicht neu erfunden, sondern wiederentdeckt und steht damit in einer langen Linie von Glaubensmännern, von sogenannten Kirchenvätern, die wie eine rote Linie sich durch die Kirchengeschichte hindurchzieht. Und wer sich mit diesem Thema noch vor Luther vor allem etwas näher beschäftigen möchte, wir kennen häufig als Protestanten vor allem die Geschichte von der Reformation, von Martin Luther und danach. Aber wie es davor, was es davor auf sich hat, es gibt ein spannendes Buch von Nathan Busnitz, einer meiner Kirchengeschichtsdozenten, der dieses Buch Long Before Luther geschrieben hat. Und es skizziert in diesem Schriftstück die Linie einiger Männer, die vor Luther schon die Wahrheit der Reformation vertreten haben und eben auch für die biblische Wahrheit so eingetreten waren. Und zu diesen Personen gehörten auch jetzt zwei ganz konkrete Personen, die Luther sehr stark geprägt haben. Das war einmal Augustinus von Hippo und Jan Hus. Und an dieser Stelle möchte ich eine kleine Timeline aufgreifen, die jetzt an dieser Stelle vielleicht jetzt nicht so hochauflösend dargestellt ist, aber ich habe in einer Vorlesung mal diese Timeline erstellt und die gibt es auch unter dem YouTube-Video in der Beschreibung als Link zum Download, wer sich das mal näher anschauen möchte, wo einfach so ein bisschen die Kirchengeschichte aufgegliedert ist, etwas visualisiert ist, wo wir von der Kreuzigung Christi bis zur Neuzeit anhand einer Zeitlinie sehen können, wer quasi parallel zu wem gelebt und gewirkt hat. Und da greifen wir jetzt eben genau diesen Bereich der Reformation aus und gucken da mal ein bisschen näher hinein und stellen da fest, wer alles parallel zu Luther gelebt hat und wie wir an dieser Stelle auch sehen können, gibt es da sehr spannende Überschneidungen. Und dass Martin Luther genau in der Zeit gelebt hat, wo zum Beispiel auch Kolumbus Amerika entdeckt hat, dass kurz davor der Fall Konstantinopels gewesen ist. Und ja, die werten Herren, die sonst hier angezeichnet sind, sind einfach eklektisch, exemplarisch dargestellt als Personen, die Luther ein Stück weit begleitet haben, möglicherweise sich auch gut gekannt hatten und so in einer zumindest geschichtlichen Linie waren. Jetzt geht es mir aber gerade nochmal um ein paar Personen, die vor Luther gelebt haben. Und wie gesagt, das kann man sich auf der Zeitlinie nochmal ein bisschen näher anschauen. Und da hatte ich Augustinus von Hippo und Jan Hus genannt. Ich möchte am Anfang hier aus dem Buch Überwältigt von Gnade von John Piper vorlesen, weil diese Einleitung, die er in seinen Worten zusammenfasst, am besten auch zu der Einleitung zu Martin Luther und damit zu seiner Lage passt. Piper schreibt im Jahr von 71 Jahren, 4 Jahre bevor Augustinus im Jahr 430 nach Christus starb, übergab er die Leitung der Kirche in Hippo an der Nordküste Afrikas an seinen Assistenten Heraklius.
Schon zu seiner Lebzeit war Augustinus einer der ganz Großen in der christlichen Welt. Bei der Amtsübergabe stand sein Nachfolger und predigte während der Kreise Augustinus auf dem Bischofsthron hinter ihm saß. Überwältigt von dem Gefühl der Unzulänglichkeit in der Gegenwart von Augustinus, sagte Heraclius: Die Grille zirpt, der Schwan schweigt. Und so starb Augustinus und schwieg, bis sich im 16. Jahrhundert die Stimme des Schwans zu einem unwiderstehlichen Crescendo in den Ohren Martin Luthers erhob. Luther war nämlich ein Augustinermönch gewesen. 1000 Jahre konnte Augustinus' Lied vom Jubel über die Gnade nicht zum Schweigen bringen. Der Schwarm sang auch in mehr als nur einem Sinn in Martin Luther. Überall in Deutschland findet man Schwäne auf manchen Kirchturmspitzen und jahrhundertelang wurde Luther in Kunstwerken mit einem Schwan zu seinen Füßen wiedergegeben. Warum das? Der Grund dafür findet sich schon ein Jahrhundert Jahre bevor Luther im Jahr 1517 seine 95 Thesen in Wittenberg veröffentlichte. Jan Hus war damals Professor und später Präsident der Prager Universität. Er starb 1415 und er war von ländlicher Herkunft und predigte in der Landessprache statt auf Latein. Er übersetzte das Neue Testament ins Tschechische und sprach die Missbräuche in der katholischen Kirche offen an. Im Jahr 1412 wurde gegen Hus und seine Nachfolger eine Bannbulle, das ist eine Urkunde des Papstes, geschleudert. Jeder, der ihn sah, konnte den tschechischen Reformator töten. Und wer ihm Nahrung und Unterkunft gab, sollte dasselbe Schicksal erleiden. Als drei von Hus' Nachfolger öffentlich gegen den Verkauf von Ablassbriefen sprachen, wurden sie gefangen genommen und enthauptet. Hus wurde darauf verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Er wurde in Ketten gelegt und grausam wegen seiner Ansichten gefoltert, die der Reformation ein Jahrhundert vorauseilten. Am 6. Juli 1415 wurde er mit seinen Büchern auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Eine Überlieferung berichtet, Hus habe in seiner Zelle kurz vor seinem Tod geschrieben. Heute, und wir sehen hier einmal Hus dargestellt, heute, sagt Hus, verbrennt er eine Gans. Hus ist Tschechisch und heißt übersetzt Gans. Aber in 100 Jahren werdet ihr einen Schwan singen hören, den ihr nicht verbrennen könnt. Den werdet ihr anhören müssen. Martin Luther war mutig genug, sich selbst als Adressaten dieses Wortes zu betrachten und schrieb im Jahr 1531, Jan Hus weissagte von mir, als er aus seinem Gefängnis in Böhmen schrieb, jetzt werden sie eine Gans braten, aber nach 100 Jahren werden sie einen Schwan singen hören, ihn werden sie dulden müssen. Und so wird es weitergehen, wenn es Gott gefällt. Ein kurzer Zusammenhang, ein Abriss dessen, was Luther mit Augustinus, aber auch dann mit Hus verband. Und an dieser Stelle von RevToons nochmal eine Darstellung, 14, 15 und 15, 17, eine Verbindung zwischen Jan Hus und Martin Luther. Bevor wir zur eigentlichen Biografie Luthers kommen, müssen wir uns die Lage noch ein bisschen näher anschauen zu seiner Zeit. Wir müssen verstehen, was der historische Kontext von Luther war, seine Lebensumstände, was ihn in seinem Handeln auch mit so stark beeinflusst hat und in was für einer Zeit er gelebt hat, wo es kein fließend WLAN gegeben hat, kein WhatsApp, kein Internet, nichts dergleichen, Social Media. Es waren grausame Zustände und ein im wahrsten Sinne des Wortes geistige Finsternis und Blindheit in Europa. Von welchen dunklen Farben wurde das historische Umfeld gezeichnet? Es gehörte dazu die Angst. Wir haben hier ein Gemälde, was von Lukas Cranach gemalt ist. Lukas Cranach war ein bekannter oder ist ein bekannter reformatorischer Maler, könnte man sagen, der Luther auch begleitet hat, ihn auch häufig dargestellt hat in seinen Bildern. Er war ein sehr schneller Maler. Das ist auch ein Eigenname gewesen, den er erhalten hat, Pictor Cerealimus. Und als schnellster Maler, wie man ihn bezeichnet, hat er eben auch sehr viel festgehalten, bildhaft aus den Zeiten der Reformation. Aber hier zum Beispiel auch von den vier sogenannten apokalyptischen Reitern aus der Offenbarung, was wir die Menschen damals dachten, sie seien so weit in der Endzeit, dass jetzt quasi schon diese vier apokalyptischen Reiter seien. Zusammengefasst in Hunger, Krieg, Seuche und Tod, Offenbarung 6. Und so haben das die Menschen damals verstanden, dass sie angesichts der Misere von Missernten, große Hungersnöte, die es damals vor allem im 15. Jahrhundert gab und die Gesellschaft erschütterte, vorantrieb und auch in großen Teilen sterben ließ aufgrund von starken Dürren. In dieser Zeit wurde die Bevölkerung, die Widerstandskraft geschwächt,
was eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit mit sich brachte und dann auch hin zu Seuchen trieb, die Pest. 1347 aufkommend in Konstantinopel, sehr wahrscheinlich. Und in der Mitte des 14. Jahrhunderts starben 30-50% der Bevölkerung. Ganze Landstriche wurden ausgelöscht vor dem sogenannten Schwarzen Tod. Es gab damals noch keine richtige ausgebildete Medizin, kein Penicillin, aber viel Spiritualität und Aberglaube. Ein dritter Punkt, der Krieg. Wir müssen uns vorstellen, Deutschland, Heilige Römische Reich, deutsche Nation, sah so aus, ein Flickenteppich. Es gab Raubritter, die ihr Unwesen in dem Land trieben, Kaufleute überfielen, reisenden Pilger ausraubten. Und dieses Land war zersplittert, aufgeteilt in Kleinstaaten, freie Reichsstädte, die von weltlichen Fürsten und Magistraten regiert wurden. Darüber hinaus war der Islam auf dem Vormarsch. Der Ausdruck der sogenannten Türkengefahr bezeichnete, dass während des 15. bis 17. Jahrhunderts im Gefolge der Türkenkriege in der europäischen Öffentlichkeit verbreitete Schreckensbild, das Osmanische Reich expandierte und ja, kam damals nur bis nach Wien. Neben den Ängsten, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, was die Bevölkerung beschäftigte, gab es aber auch den Missbrauch kirchlicher Macht. Wir müssen uns daran erinnern, dass seit 324 der Kaiser, damals Konstantin, als Alleinherrscher benannt wurde. Theodosius der Große, beziehungsweise der Erste, erklärte dann 380 nach Christus das Christentum zur Staatsreligion und vereinte eigentlich damit auch Kaiser und das Papsttum aufs Stärkste. Der Klerikalismus war mittlerweile aber so weit vorangedrungen, dass die Grenze zwischen Kirche und Staat so weit verwischt wurde, dass Päpste die Kaiser ein- und wieder absetzen konnten. Die alleinige Heilsvermittlung nur durch die Kirche, durch Vergebungszuspruch der Priester erlangt werden konnte. Der Zorn Gottes war dabei quasi ein Dauerbrenner für die Zeit und wurde als Machtmittel zur Stärkung, eben für die Stellung der katholischen Kirche, missbraucht. Das Durcheinander auf kirchlicher Ebene kennzeichnet sich in einer Stelle beim sogenannten abendländischen Schisma, 1378 bis 1409. Muss man sich vorstellen, da gab es drei Päpste gleichzeitig. In Rom, Avignon und Bologna. Die haben sich jeweils gegenseitig abgesetzt. Was für ein Chaos. Und das Absurdeste war dann auch noch dieser Götzendienst im Zeichen des Kreuzes, Reliquien, Heiligenverehrung. Und sie verehrten etwas, was sie nannten als die Stücke vom Kreuz, Turiner Grabtuch. Das Seil von Judas wurde gefunden, wo er sich aufgehängt haben soll. Ein vermeintliches Stück vom Dornbusch, wo Mose Gott begegnet war, Ketten des Paulus, in denen er gefangen lag. Luther zeigte hierüber später dann in seinem einzigartigen Sarkasmus den Irrsinn, der hinter der Reliquienverehrung steckt. Als in Mainz eine Reliquienschau stattfand, schrieb er: Es seien neue Partikel gefunden worden, drei Flammen vom brennenden Dornbusch oder ein halber Flügel vom Erzengel Gabriel. Die Inquisition war ebenso in genau dieser Zeit gewesen. Wir wissen aus dem 13. Jahrhundert, dass Papst Gregor IX. Eben dafür die Dominikaner vor allem beauftragte. Und die Verfolgung und Hinrichtung von sogenannten Ketzer, wie zum Beispiel dann auch Jan Hus, durchführten. Es gab die Hexenprozesse. 1484, ein Jahr nach Luthers Geburt, wurde eine sogenannte Hexenbulle verfasst. Das Zölibat wurde 1139 eingesetzt auf dem Zweiten Lateraner Konzil. Es entstanden viele uneheliche Kinder. Und als Luther seine Professur antrat, war Papst Leo X. derjenige, der, nachdem er sein Amt betrat, es mit den folgenden Worten betrat: Lasst uns das Papsttum genießen, da Gott es uns verliehen hat. Und ich glaube, man kann das Leben zu dieser Zeit des Klerikalismus und vor allem auch der Päpste, wenn man sie sich auch mal in ganzer Fülle anschaut, am besten mit folgender Karikatur einmal darstellen, die natürlich es ins Witzige, ins Humorvolle hinreißt. Aber man muss sich mal vorstellen, dass das damals bittere Realität für die Bevölkerung war, die litten, die Hunger litten und geknechtet wurden von der katholischen Kirche.
Im Übrigen gibt es ein spannendes Video, was jetzt erst vor kurzem von Todd Friel veröffentlicht wurde auf seinem YouTube-Kanal Ratchet mit dem Titel The Most Scandalous Popes. Er geht da in ein paar Minuten einfach mal ein paar Eindrücke durch, was das für Päpste damals gewesen sind. Und es gibt auch ganze Literatur zu, die sich damit beschäftigt, aufzudecken, was die katholische Kirche sich da alles geleistet hat. Natürlich war Geldgier, Machtgier eng damit verbunden. Ämter wurden erkauft. Es gab einen Erzbischof, der sein ganzes Leben nur mit Krieg verbrachte und das Geld aus dem Fenster ausschmiss. Und natürlich den Ablass. Festlegung im Jahr 1476 für Verstorbene. Die Geldeinnahme, par excellence für die katholische Kirche, eben der Ablass. Um sich oder auch seine Verwandten früher aus dem sogenannten, von der katholischen Kirche sogenannten Fegefeuer herauszuholen, bestimmte die katholische Kirche Genugtuungswerke, Almosen, Fasten, ja, und Wallfahrtsbesuche oder Ablasszahlen. Das alles sollte die zeitliche Strafe eben nochmal weiter verkürzen, so wie Sie sagten, weil Sie sagten, dass das Fegefeuer eine gewisse Läuterung sei und man sich aber schon voraus, ja, freikaufen konnte. Der Großteil der Bevölkerung wählte den Weg am liebsten via Ablass und wurden somit ihr Geld los und unzähliges Geld strömte nach Rom. Es gab ein italienisches Sprichwort, was sagte, wenn es eine Hölle gibt, dann ist Rom darauf gebaut. Um das Geld einzusammeln, wurde sogenannte Ablassprediger bestimmt, um nach dem Bezahlen des Schuldenerlasses eben zu vergeben und die Ablassbriefe auszustellen. Dafür wurde dann diese Ablassbriefe unter dem Slogan ausgegeben, der Gulden in der Kasse klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Und das ist ein Zitat, was vor allem eine Person hier, Johann Tetzel, proklamiert hat. Das war der Ablassprediger, der in Deutschland sein Unwesen trieb und dafür quasi eingesetzt wurde, die Ablassmünzen einzusammeln. Dazu kam eben diese Möglichkeit, sich das Geld zu entledigen und dann quasi die Seele von Verstorbenen freizukaufen. Diese Aussagen wurden vornehmlich von den katholischen Peitschenhieben des Ablasspredigers Tetzel verbreitet. Er war ein Dominikaner. Man muss sich an dieser Stelle folgende Begebenheit mal nochmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das so ein bisschen die Absurdität des Ganzen vor Augen stellt. Wie abstrus das Ganze war, bekam Tetzel nämlich eines Tages selber mal zu spüren. Und zwar heißt es, einem zeitgenössischen Luthers namens Friedrich Mekonius verdanken wir die folgende amüsante Anekdote über Tetzel, dem Ablassprediger. Als Tetzel in Leipzig eine große Summe an Geld zusammenbekommen hatte, fragte ein Adliger ihn, ob er auch für seine zukünftige, noch nicht begangene Sünde einen Ablass erhalten könne. Nun, Tetzel ziert sich anfangs, gewährt dem Adligen dann jedoch seine Bitte gegen sofortige Bezahlung. Der Adlige zahlte und bekam seinen Ablassbrief. Als Tetzel weiterreiste, überfiel ihn der Adlige, schlug ihn windelweich, nahm ihm das ganze Geld ab und sagte ihm, dass dies die Sünde gewesen sei, die zu begehren er, Herr, ja, vorgehabt habe und für die er den Ablass bekommen hatte. Tetzel verklagte den Übeltäter beim Herzog Georg, doch als dieser die ganze Geschichte hörte, ließ er den Adligen ungestraft. Was für eine Person dieser Johann Tetzel war, sehen wir in diesem Zitat noch einmal. Er sagte und predigte, er habe solche Gnade und Gewalt vom Papst, dass er es vergeben könne, wenn einer gleich die heilige Jungfrau Maria, Gottesmutter, geschwächt und noch anderes mit ihr getan hätte, wenn derselbe nur in den Kasten lege, was sich gebührt. Er wollte im Himmel mit dem heiligen Petrus nicht tauschen, denn er hätte mit seinem Ablass mehr Seelen erlöst als der heilige Petrus mit seinem Predigen. Mit den eingesammelten Geldern wurde prächtige Kathedralen gebaut und vor allem auch der Petersdom mit errichtet, dessen Baubeginn 1506 war, aber es wurde ebenso auch der Krieg finanziert. Die Kirche war am geistlichen Tiefpunkt angelangt. Man könnte meinen, tiefer kann man nicht mehr sinken. Es herrscht eine totale Verweltlichung, eine totale Finsternis. Aber es hat Gott gefallen, in genau dieser finsteren Zeit, in genau diesem finsteren Ort in Deutschland, es Licht werden zu lassen. Jetzt, nachdem wir den historischen Kontext vom 15. Jahrhundert etwas besser verstehen, wollen wir uns zu dem Mann
wenden, den Gott erwählt hat, um für seinen Namen und Ehre ihn aufstehen zu lassen und eintreten zu lassen. Von Luthers Lage wenden wir uns weiter zu Luthers Leben. Luther lebte von 1483 bis 1546 und da wollen wir jetzt mal einen kleinen Einblick nehmen, auch wenn das natürlich nur abrisshaft in dieser kurzen Zeit möglich ist. Wir sehen hier Luthers Eltern. Martinus Luther wurde am 10. November 1483 als Sohn eines Bergmanns von Hans Luther und seine Mutter heißt Margarete in Eisleben geboren. Eisleben, sehen wir nochmal hier dargestellt, ist in Sachsen-Anhalt. Und er wurde streng katholisch erzogen von seinen Eltern, begann dann ein philosophisches Grundstudium, worauf er das Studium der Rechtswissenschaft in Erfurt folgen ließ, in Thüringen. Ein Monat nach dem Beginn seines Studiums, 1505, kam es zu seinem berühmt-berüchtigten Gewittererlebnis, wo ihn beinahe ein Blitz getroffen haben soll und er mit den Worten: Hilf mir, heilige Anna, Anna, Mutter Marias, so will ich ein Mönch werden, rief er zu dieser von den Katholiken verehrten Heiligen. Ein folgereiches Gelübde. Er blieb unversehrt, seinem Vater zuwider brach er dann tatsächlich 2 Wochen später sein Jurastudium ab, um in das strengste und härteste der 7 Klöster in Erfurt als Augustiner, Eremitenmönch, einzutreten. In totaler Armut, starker Konzentration auf das Bibelstudium. Und er würde später ja noch nach Wittenberg kommen und dort dann unter anderem auch unter Karlstadt seinem Doktorvater auch promovieren im Bereich der Theologie. Aber die Ironie an dieser Stelle ist, dass Luther bei dem Moment, als er sein Mönchsgelübde ablegte, in dieser Nacht, er musste das quasi eine ganze Nacht dort liegen. Wir sehen hier einen Ausschnitt aus dieser Kirche, wo das gewesen sein soll. Er genau hier wohl gelegen haben soll und die Ironie zeigt, dass er genau auf dem Grabstein lag, des hohen Bischofs, der schuldig war am Tod von Jan Hus. Dieser lag hier begraben, der Mörder von Jan Hus. Und auf ihm lag nun dieser Mönch, der sein Mönchgelübde ablegte. Und Luther befleißigte sich in dem Erlangen eines fehlerlosen Lebens in seinem Mönchtum so sehr, dass er an den Rand seiner Kraft kam. Der Blitz, der ihn damals beinahe getroffen hatte, ließ ihn innerlich nicht zur Ruhe kommen. Tja, später sagte einmal Luther: Ich war ein guter Mönch und ich hielt die Regeln meines Ordens so strikt, dass ich sagen kann, wenn je ein Mönch sich den Himmel verdienen könnte durch sein Mönchtum, dann wäre ich derjenige. Alle meine Brüder im Kloster, die mich kannten, würden mir das bestätigen. Hätte ich noch länger so gelebt, so hätte ich mich mit Nachtwachen, Gebeten und Lesen und anderen Werken selbst umgebracht. Wie müssen wir uns seinen Alltag vorstellen? Als Mönch musste man zum Beispiel sehr früh aufstehen und regelmäßig dann sein Gebet abhalten. Es war damals gängig, so um 3 Uhr morgens zum ersten Gebet aufzustehen. Man stelle sich vor, 3 Uhr morgens aufzustehen. Es gibt Leute, die gehen heute um 3 Uhr erstmal ins Bett. Um 3 Uhr aufstehen und Gebetszeit. Den Rest des Tages wurde dann im Garten verbracht oder eben biblische Schriften zu studieren. Ein Mönch musste beichten und hatte dafür vorgesehene Beichtväter. Und zu diesen kamen dann in gewissen Zeitabständen die Mönchen und sagten vereinzelte Sünden. Und hier haben wir mal zum Beispiel ein paar, die da auch so darunter waren. Wenn sie zu ihrem Beichtvater sprachen: Vater, ich habe gesündigt, letzte Nacht bin ich über die vorschriftsgemäße Zeit hinaus aufgeblieben und habe bei Kerzenlicht die Bibel gelesen. Oder gestern beim Mittagessen habe ich den Bruder Philipp um seinen Kartoffelsalat beneidet. Ja, in wie vielen Nöten so ein Mönch doch im Kloster kommen kann. Der Beichtvater hörte sich das dann an und gab dem Mönch die sogenannte Absolution, vergab ihm die Sünden. Der Mönch konnte weiter im Garten oder am Studiertisch arbeiten. So war es aber bei Luther nicht. Er trieb seinen Beichtvater Staupitz fast zum Wahnsinn. Und Staupitz war einer, der ihn lange begleitet hat. Und Luther sagte später einmal, hätte mir Dr. Staupitz oder vielmehr Gott durch Dr. Staupitz aus den Anfechtungen nicht herausgeholfen, so wäre ich darin ersoffen und längst in der Hölle. Luther trieb es bis zum Äußersten. Luther war nicht zufrieden mit einer kurzen Aufzählung seiner Sünde. Er wollte sicher sein, dass keine Sünde seines Lebens unerwähnt blieb.
Er verharrte täglich stundenlang im Beichtstuhl. Tja, in einem Fall brauchte er 6 Stunden, um die Sünden vom Vortag zu beichten. Er sagt einmal, ich quälte mich mit Gebet, Fasten, Schlafentzug und bewusstem Frieren. Der Frost alleine hätte mich umbringen können. Von wegen Frieren für den Frieden. Vergeblich. Alle seine Anstrengungen brachten ihm keinen Frieden. Doch dann kam es zu Luthers Bekehrung. Im Rahmen seines Lehrstuhls, den er dann in Wittenberg später auch aufnimmt und wo er dozierte, bemühte er sich dort an der Universität in der Vorlesung über die Psalmen. Man muss sich vorstellen, Wittenberg war so eine schöne Studentenstadt, so wie man sich jetzt vielleicht Göttingen auch vorstellt, wo auch supported wurde von Friedrich dem Weisen. Und passt auch ganz gut, Friedrich der Weise. Und ja, eine Universitätsstadt. Und Luther war dabei, Psalm 31 zu studieren und auszulegen und stieß dann auf Römer 1, Vers 16 bis 17. Und dort kam er auf das Wort der Gerechtigkeit Gottes. Und Luther sagt, dass er es hasste, abgrundtief. Er schreibt, ich war von einer gewiss wunderbaren Glut ergriffen gewesen, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Das schreibt Luther rückblickend auf den Moment, wo dann auch seine Bekehrung kam. Allein dem war bisher im Weg gestanden, nicht das kalte Blut in der Brust, sondern ein einziges Wort in Kapitel 1, 17, die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbar. Ich hasse nämlich dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, weil ich nach Brauch und Gewohnheit aller Kirchenlehrer unterwiesen worden war, es philosophisch zu verstehen. Von der sogenannten formalen oder aktiven Gerechtigkeit, wonach Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Ich aber liebte den Gerechten und die Sünde strafenden Gott nicht. Ja, ich hasste ihn, denn ich fühlte mich, so sehr ich auch immer als untadeliger Mönch lebte, vor Gott als Sünder mit einem ganz und gar ruhelosen Gewissen und konnte das Vertrauen nicht aufbringen, es sei durch meine Genugtuung versöhnt, so zürnte ich Gott. Neben allem, was wir bisher über Luther gehört haben, scheint das Haltbarkeitsdatum von Luthers Gewissen, auf das wir an dieser Stelle stoßen, heutzutage abgelaufen zu sein. Gottes Zorn, das gehört doch eigentlich in das tiefste Mittelalter. Der liebe Gott kann doch nicht zornig sein. Er hat uns doch alle lieb. All diejenigen, die genau so denken, sind kein Deut besser als die Kleriker des Mittelalters. Sie machen sich ihren eigenen Gott, den lieben Gott. Den sagenumwobenen lieben Gott gibt es aber in der Bibel nicht. Suchen Sie mal nach dieser Kombination. Luthers Verhalten und Beschreibungen von Gott passt vielen heute nicht mehr ins Konzept, dass es einen Gott gibt, der Zorn hat, der zornig ist. Das passt nicht in das Weltbild vieler Menschen. Doch Luther erinnert uns an dieser Stelle eben an das, was uns heute fehlt. Auch in unserem so aufgeklärten Deutschland. Die Furcht des Herrn. Dass der Gott der Bibel ein Gott ist, der zu fürchten ist. Was Luther erfuhr, war nicht irgendwie ein Hirngespinst aus dem Mittelalter. Ja, wiewohl die katholische Kirche den Zorn Gottes missbraucht hat, um damit entsprechend ihre Ziele zu erreichen. Es war nichts Neues, was Luther sich hier ausdachte oder erfand, als ihn seine Gewissensbissen eben in die Enge trieb. Die Wahrheit, die Luther trieb, wurde bereits 1500 Jahre vorher von Jesus in Johannes 3, Vers 36 mit den folgenden Worten betitelt. Wer den Sohn Gottes hat, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht hat, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn die Bibel vom Zorn Gottes redet, meint sie Gottes Haltung gegen den Menschen aufgrund seiner Feindschaft gegen Gott, seine Gleichgültigkeit gegen Gott. Immer wieder lesen wir davon, dass Gott zu fürchten ist und alle, die ihm nicht glauben, eben schon unter diesem Urteil stehen und nicht irgendwie ins Fegefeuer kommen, nein, sondern die Ewigkeit getrennt von Gott in der Hölle verbringen werden. Und so lesen wir in der Schrift, in Jesaja 48, Vers 22, wie Gott einmal sagt, keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Und ein Gottloser ist derjenige, der nicht an Gott interessiert ist,
Wer meint, mit seinen guten Werken vor Gott schon in Ordnung zu sein oder Gott einfach ausradieren möchte, indem er ihn wegdenkt als Atheist? Aber so sehr er ihn wegdenkt, kann er ihn doch nicht abschaffen, weil Gott existiert. In 2. Mose 23 finden wir: Von einem betrügerischen Sache halte dich fern und den unschuldigen Gerechten bringe nicht um, denn ich spreche keinen Gottlosen gerecht. Und die Schrift, die Bibel, die Gottes Wahrheit geoffenbart an uns Menschen ist, wo Gott sich uns mitteilt, sagt im Neuen Testament, dass geschrieben steht, dass keiner nach Gott fragt. Römer 3, Vers 10 und 11. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Und das ist eine Absolutheitsaussage, die Bibel macht über dich, über mich, über jeden auf dieser Erde, der von Natur aus eigentlich gar kein Interesse an Gott hat und eigentlich gar nicht bevorzugt, sich mit Gott zu beschäftigen, weil er ihn hasst. Und eben weil das so ist, steht dieses Damoklesschwert über jeden von uns Menschen. Und deshalb haben wir auch ein Gewissen, was hier und dort aufschreit und uns unruhig werden lässt. Über jeden braut sich dieses Gewölk, geladen mit Gottes Gericht, zusammen. Aber der Schlüsselvers, das Schlüsselwort, wir haben vorhin schon gelesen von dem Sohn Gottes haben und wir lesen an dieser Stelle in einem noch sehr viel wichtigeren Vers, der uns eben diesen Ausweg zeigt, wie das geht, von dem Zorn Gottes wegzukommen. In Johannes 5, Vers 24, wo geschrieben steht, wo Jesus selber sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Hörst du das? Wenn Jesus Christus sagt, dass wir befreit werden können von dem Zorn Gottes, vor der Angst, vor dem Tod, vor der ewigen Hölle, dann geht das nur über dieses eine Schlüsselwort: Glauben. Das Objekt ist der Sohn Gottes und die Aktion ist der schlichte Glaube. Jenseits von Jesus schweben die Zorneswolken Gottes. Allein auf Golgatha, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat Gottes Zorn über ihn gebrannt, hat Gottes Zorn sich ausgelassen. Über Jesus, der ohne Fehler war, der ein perfektes Leben gelebt hat und für Sünder gestorben ist. Aber dies geschah genau deshalb, damit wir zu ihm kommen und glauben, wie es in Johannes 5, Vers 24 heißt. Und Luther hatte ein Gewissen gegenüber Gott und seine eigene gefallene Natur, aber zugleich einen falschen Glauben. Er glaubte nicht, wie es in Johannes 3, 36 auch geschrieben steht, sondern er zürnte mit Gott. Sein Nichtglauben rührte unter anderem auch von einem falschen Verständnis von dem, was Glauben ist und was der Theologie auch als Rechtfertigungslehre benannt wird. Rechtfertigung gibt nämlich entsprechend eine Antwort auf die Frage, wie kommt der von Natur aus egoistisch, um sich selbst drehende, selbstgerechte Mensch wieder in die Gemeinschaft mit Gott? Und die katholische Kirche sagt, jawohl, durch die Sakramente, durch die guten Werke. Die Schrift lehrt es anders, wie wir gleich noch sehen werden. Die Rechtfertigungslehre beantwortet auch die Frage, wie ist es möglich, dass ein sündiger Mensch wieder in die Gemeinschaft eines heiligen Gottes kommt, der Sünde gar nicht duldet? Die katholische Kirche sagt, ja, natürlich, durch die Heiligenvermittlung, durch Maria. Luther hätte es eigentlich schon wissen müssen, als er das Jurastudium begonnen hat. Es ist vom Sprachgebrauch, von seinem zeitgenössischen Sprachgebrauch bekannt, dass Rechtfertigen, so wie es auch in der Bibel bezeichnet wird, folgende Bedeutung schon im Deutschen damals hatte. Die Rechtgeschichte informieren uns nämlich, dass vom späten Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert Rechtfertigen ein Fachausdruck der Juristensprache war, zum Beispiel die Unkosten für die Rechtfertigung. Das meinte die Gebühr, die der Henker bekommen hat, der einen hingerichtet hat, gerechtfertigt hat. Der Körper des mit dem Schwert Gerechtfertigten wurde verscharrt. Luther schreibt einmal einen Brief von dem gerechtfertigten Hansenschanzen, der hingerichtet wurde. Da hat jemand also nach dem Urteilsspruch sein Recht bekommen, wurde zu Recht fertig gemacht. Und als Luther zu diesem Verständnis kam, was das bedeutet, dass es nicht um die aktive Gerechtigkeit geht, sondern um die passive Gerechtigkeit, ging ihm ein Licht auf. Und er zürnte, dann fährt er fort. Solange bis ich endlich unter Gottes Erbarmen Tag und Nächte
lang nachdenkend meine Aufmerksamkeit auf den inneren Zusammenhang der Worte richtete, nämlich: Die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes verstehen zu lernen, als die Gerechtigkeit, in der Gerechte durch Gottes Geschenk lebt, und zwar aus dem Glauben. Und ich fing an zu verstehen, dass dies die Meinung ist, es werde durchs Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die passive, durch welche uns der barmherzige Gott gerecht macht durch den Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Hier fühlte ich mich völlig neu geboren und als wäre ich durch die geöffneten Pforten ins Paradies selbst eingetreten. Da zeigte mir zugleich die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Und das, was Luther in diesen Worten so beschreibt, ist das, was wohl seine Bekehrung gewesen ist. Dieser juristische Sprachgebrauch, von dem ich jetzt gerade schon sprach, und nahm der bekehrte Luther dann auch auf mit Rechtfertigen, soll eingeprägt werden: Gott übergeht Schuld nicht als eine Belanglosigkeit, nach dem Motto, was kümmert es dem Mond, dass ihn der Hund anbellt. Gott vergisst Schuld nicht, er bewältigt sie, indem er vergibt. Gott gibt die Schuld weg. Und die Heilige Schrift sagt, dass Gott die Schuld an den gekreuzigten Christus gibt. Was für ein wunderbarer Wechsel. Christus nimmt unsere Schuld am Kreuz auf sich und wir bekommen seine Gerechtigkeit geschenkt durch den Glauben. Nun kann man dieses Wort verstehen, was Luther dann auch so aufging in Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, weil unser alter Mensch mit Christus am Kreuz gestorben ist, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und eine andere Stelle, wo Paulus einmal in Galater 2, Vers 20 schreibt: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was meint Glauben ganz praktisch? Glauben ist ein Synonym für Vertrauen, sich bei jemandem bergen, sich auf jemanden verlassen. Wem vertraust du, was ewige Dinge betrifft? Bei wem bürgst du dich? Von wem und von was lässt du dich tragen? Nicht wahr? Wenn wir Probleme mit unserem Auto haben, dann gehen wir normalerweise zum Inspekteur, weil er der Profi ist beim Autohaus. Wenn wir ein Problem mit der Heizung haben oder mit Wasser, dann gehen wir zum Klempner und bitten um Unterstützung. Wie gehen wir aber mit den Problemen des Lebens um, von Zeit und Ewigkeit, mit dem ewigen Leben? Wenn wir Menschen aber merken, dass in unserem Leben was nicht stimmt, dann fragen wir hin zum Kunz, aber gehen nicht zu dem, der eigentlich das Leben geschaffen hat. Jesus ist der Fachmann. Jesus ist der Einzige, dem wir unser Leben anvertrauen können. Keine Versicherung, kein gedecktes Bankkonto, kein Horoskop. Und erst recht keine Heiligen oder irgendetwas Verborgenes in uns Menschen verdient unser Vertrauen. Unser Vertrauen muss auf Jesus gesetzt werden. Er hat unser Vertrauen am Kreuz verdient, als er es erworben hat, indem er sich so entäußert und entehren ließ, damit wir Menschen wieder zurechtgebracht werden. Es nützt uns nicht, dass wir, ja, wenn wir eines Tages vielleicht mal bei einem Flugzeugabsturz umkommen, aber man über uns Ähnliches sagen muss, wie bei dem kürzlich umgekommenen McFit-Gründer Rainer Schaller, dass er lediglich am christlichen Glauben interessiert gewesen war. Wir gucken keinem ins Herz und vielleicht hat er sich in seinen letzten Momenten tatsächlich auch noch bekehrt, aber wichtig ist, dass wir heute die Entscheidung festmachen. Heute ist der Tag der Rettung, heute ist der Tag des Heils. Und mögen wir dieselben Worte wie Luther im Glauben sprechen können, die er dann einmal selber wie folgt sagt: Mir ist bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht dieser zum Vater: Dieses Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater aber hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das soll mein Glaube sein. Diesen Wandel, den Luther in seinem Leben erfahren hat, diese persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott,
die aus Furcht bestand, aber dann aus Befreiung, schlug sich ganz praktisch in seinem Leben um. Es kam nun zur nächsten Station, nämlich zu Wittenberg. Und der Ablass machte Luther zornig und er klagte an Erzbischof Albrecht von Mainz. Er bekommt keine Antwort und entschließt sich dann nun seine Argumente gegen den Ablass in Form von den sogenannten 95 Thesen der Öffentlichkeit an der Schlosskirche vorzustellen. Dies geschah eben am 31. Oktober 1517 exakt, am Tag vor Allerheiligsten, dem weit berühmten Wittenberger Ablassfest. Seine Thesen waren zunächst allerdings auf Latein geschrieben. Und es war quasi so, er wollte eine Debatte loslösen, ein Disput. Und die Kirchentüre ist vergleichbar, würde man sagen, wie ein schwarzes Brett. Oder vielleicht auch wie Facebook oder Twitter, wo man öffentlich quasi was postet und viele Leute lesen es. Und er wollte einen theologischen Disput damit vom Tisch reißen, sodass die Leute über das nochmal nachdenken. Und zu diesen Thesen, die wir hier nochmal dargestellt sehen, der Thesenanschlag, wie wir es häufig sagen, ich meine, gut, das ist historisch nicht direkt jetzt belegbar, dass er es angeschlagen hat, aber es ist halt ein kräftiger Ausdruck. Er brachte es an die Schlosskirche und da sehen wir rechts nochmal, wie es möglicherweise auch ausgesehen hat. Und die erste These heißt wie folgt, und er bringt dir das auf den Punkt, was er eben dann auch kritisiert anhand des Ablasses. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tue Buße und so weiter, hat er gewollt, dass das ganze Leben des Gläubigen Buße sein soll. Die erste These bedeutet, dass ein natürliches Erkennungsmerkmal eines Christen eben jenes ist, dass man fortlaufend in der Buße, in der Umkehr lebt, dass man in der Reinigung lebt, wie man auch sagen kann. Das heißt, dass wer mit Jesus unterwegs ist, immer mehr und mehr überführt wird, dass er eigentlich gar nicht zu Jesus passt, weil er, je näher er zu Jesus kommt und sich mit seinem Wort beschäftigt, umso mehr merkt, dass immer wieder noch was in einem zu finden ist. Dass Sünde immer noch in einem zu finden ist, aber dass er umso dankbarer wird, dass er Vergebung aus Jesus Christus empfangen darf. Und Luther selber sagte einmal, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Und damit meint er eine fröhliche Sache. Unser ganzes Leben soll ein Leben der Buße sein. Wann hast du das letzte Mal Buße über etwas getan, was Gott dir gezeigt hat, was nicht richtig ist in deinem Leben? Exemplarisch die 27. These, lese ich einmal vor. Man predigt Menschenlehre, schrieb Luther, wenn man sagt, sobald das Geld in Kasten klingt, entflieht die Seele dem Fegefeuer. Da haben wir es, den Angriff auf den Ablass. Die 62. These, ist auch noch eine spannende These, es heißt hier, der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Und damit sagt Luther, es sind nicht die Reichtümer, es sind nicht die Reliquien in Rom, es ist das Wort Gottes. Es ist Jesus Christus, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Die Wittenberger Schloss- und Stiftskirche war ein Ort, der einen großen Schatz an Reliquien enthielt, dessen Besuch allein schon reiche Ablassgnade verbürgte. Und außerdem war die Schlosskirche in Wittenberg an Allerheiligen zu einem in ganz Norddeutschland einzig dastehenden Gnaden- und Wallfahrtsort geworden. Viele Menschen pilgerten also dorthin von Luthers Freunden, wo die These später natürlich dann ins Deutsche übersetzt und so gedruckt und verteilt. Und natürlich die Medienrevolution über Gutenberg im 15. Jahrhundert wird von göttlicher Hand gegeben, sodass der Buchdruck eben durch Gutenberg 1450 erfunden wird und entsprechend die Druckerei es ermöglicht, dass die Thesen und auch die ganzen anderen Schriften Luthers weit verbreitet werden. Und so kam diese Thesen Luthers dann in unterschiedliche Hände und bekam die unterschiedlichsten Reaktionen. Unter anderem dann eben auch die von Tetzel, der natürlich sich angegriffen fühlte. Tetzel sagte, innerhalb von 3 Wochen werde Luther brennen. Wir müssen uns daran erinnern, Tetzel gehört zum katholischen Orden der Dominikaner. Und wenn wir aufgepasst haben, erinnern wir uns, am Anfang habe ich gesagt, dass genau die sehr aktiv in der Inquisition, der Hinrichtung, Bekämpfung von Ketzer waren. Leute, die die katholische Kirche in Frage stellten. Von daher war die Drohung Tetzels nicht nur Schall und Rauch. Und Luther fährt fort und wir haben ja ein paar ausgewählte Stationen seines Lebens, als er dann 1518 eine Predigt hält über den Ablass und Gnade, und er sagt, die Heilige Schrift verlangt von Sündern nicht Strafe und Genugtuung, sondern ein bußfertiges Herz, Hinwendung zum Kreuz Christi, Selbstverleugnung und aufrichtige Liebe zum Nächsten. Da haben wir es.
Es kam dann weiter, nächste Station, auch im Jahr 1518, zur Heidelberger Disputation. In der Heidelberger Universität sollte Luther seine Thesen dann zum Ablass erläutern. Allerdings nahm Luther die Disputation dann in seine Hand und sprach, also Disputation ist dieses wissenschaftliche Streitgespräch, und sprach dann vor allem über das Thema der Werkgerechtigkeit und legte seine Theologie des Kreuzes dar. Und für die Ausbreitung von Luthers Lehre war das ein sehr entscheidender Moment. Unter anderem, weil dort unter anderem auch Johannes Brenz zugegen war, ein Schwabe, sodass die Reformation dann entsprechend auch nach Württemberg und Ähnlichem kam. Der nächste Ort, wo wir uns dann einmal in seinem Leben hinbegeben, neben Heidelberg, ist dann auch Augsburg. Seine Thesen machten die Runde und die ganzen Schriften, die Luther dann auch Stück für Stück verbreiteten, und es kam dann zu einem Verhör in Augsburg. Und in Augsburg war der Kardinal Cajetan, der sehr bekannt war für seine theologische Expertise für damals. Und er sollte Luther sozusagen wieder zur Vernunft bringen. Und aufgrund der politischen Unruhen im Land, aber vor allem auch wegen den Muslimen, die dann quasi am Horizont herannahten, erhält der Fall Luther zunächst nicht die große Aufmerksamkeit. Aber Luther schreibt dann doch in einem Brief an Melanchthon, einen guten Freund von ihm, Philipp Melanchthon, und er sagt zu ihm: Ich gehe hin, mich für euch und für sie opfern zu lassen, wenn Gott will. So entschieden war schon Luther dafür, für diese Sache einzutreten. Luther soll seine Thesen widerrufen, aber er tut es nicht. Und darin hat er eine heilige Sturheit bewiesen. Der drohende Verhaftung entzieht sich Luther in einer nächtlichen Flucht. Es kommt dann zu einer weiteren Disputation, zu einem weiteren Streit. Und zwar zwischen Luther und Eck. Ein Ingolstädter Professor der katholischen Theologie. Eck diskutierte mit Luther. Zunächst diskutierte er nicht mit Luther direkt, sondern mit Luthers Doktorvater Karlstadt über das Thema des freien Willens. Aber es war dann so, dass auch mit Luther es zur Diskussion kam über die Autorität der Kirche. Und während sie eben in Leipzig disputieren, wird Luther in eine Ecke getrieben. Und Luther schrieb später: Mein lieber Eck, der Heimtücker zieht mich in neue Händel hinein, mitten in dieser Diskussion. Warum? Weil Eck ihn letztendlich so weit bringt, dass er Zugeständnisse gegenüber dem Papst und der katholischen Kirche macht und der Lehre. Und so sagt Luther: Die Kirche ist da, wo das Wort Gottes gepredigt und geglaubt wird. Konzilien können irren, wie der Papst fehlen kann. Oho. Eck und Luther hatten einen durchaus regen Austausch und wird sich eine ganze Zeit lang noch begleiten. Und es war dann auch so, dass Luther war ja jemand, der durchaus, wenn man seine Worte liest und seine Briefe oder auch sein Schreiben liest, das wagt man teilweise kaum mehr heute noch in den Mund zu nehmen, aber das war eben der Umgang in der damaligen Zeit. Er schrieb beispielsweise dann aber auch den Herrn Dr. Eck ganz förmlich, aber auch doch unförmlich, Dr. Eck auch mal ohne den Punkt an, um dadurch seinen Ausdruck über sein Wesen und über seine Haltung auch auszudrücken gegenüber dem Herrn Dr. Eck, der ihn als Dreck beschimpfte. Aber das war der Disput zur damaligen Zeit. Wir schauen uns nochmal eine weitere Station an. Es ging nämlich fortan weiter, weil das, was Luther dann geoffenbart hat von sich, seine Position gegenüber auch dem Papst und im Hinblick auch auf den Ablass, ging dann fort, und zwar 1520 kam es dann auch zur Bannbulle. Bannbulle ist quasi eine päpstliche Verordnung, die gegen Luther geschleudert wurde, mit den beginnenden Worten angelehnt an einen Psalm: O Herr, erhebe dich und richte ein Wildschwein. So dann in den Worten der Bannbulle: hat dein Weinberg überfallen. Und dieses Wildschwein soll dann wohl Luther gewesen sein. In dieser Art und Weise hat man dann damals gesprochen und diskutiert oder auch eben in dieser Stelle Luther einschüchtern wollen. Luther bekommt 60 Tage nach dem Anschlag in Wittenberg der Bulle Widerrufsfrist, dass er es widerruft, was er veröffentlicht hat. Die Bulle kommt im Oktober in Wittenberg an, die Zeit läuft. Tja, Luther dagegen macht sich die Druckerpresse zunutze. Er veröffentlicht drei sogenannte reformatorische Hauptschriften, die einmal dargestellt sind, in denen er sowohl im August, im Oktober, aber auch im November die Lehren der katholischen Kirche angreift und entblößt, weil er sich seiner Sache immer überzeugter wird und sicherer wird und so das Wesen Stück für Stück auch aufdeckt.
Er schreibt zum Beispiel von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Und es ist sehr interessant, diese Schriften Luthers mal zu lesen. Und dann kommt es so weit, dass Luther, er hat die Bannbulle enthalten, dass er diese Frist hat. Aber bei der berühmten, von Studenten arrangierten Bücherverbrennung, 10. Dezember 1520, warf Luther schließlich auch die Bannbulle ins Feuer. Keineswegs mit einer großen Geste, so wird es beschrieben, sondern ganz nebenbei, fast verstohlen, zitternd und betend unter dem Druck der Situation, denn er wusste, dass es ihm jetzt das Leben kosten kann. Luther bleibt standhaft. Im Januar 1521 ist es dann soweit, durch diese Bannbulle wurde Luther dann entsprechend auch aus der katholischen Kirche ausgeschlossen. Er wird dann vorgeladen zum Reichstag zu Worms. Dort soll er sich entsprechend dann auch verantworten. Er soll nach Worms kommen, heutige Rheinland-Pfalz. Und an dieser Vorladung war sehr wahrscheinlich auch unter anderem dieser Herr Eck dran beteiligt, um nun doch nochmal sein Gemütchen an Luther kühlen zu können. Der Reichstag war eigentlich eine vom Kaiser einberufte Versammlung, wo alle Beschwerden dann auch vorgetragen wurden, Streit oder innerhalb der deutschen Nation, Konflikte, die ausgetragen wurden. Und neben diesen Dingen wurde dann auch die herannahende sogenannte Türkengefahr besprochen und ebenso dann auch Luther geächtet. Nachdem Luther die Bannbulle verbrannt hatte, machte er sich auf Wunsch des Kaisers auf. Er machte sich auf nach Worms zum Reichstag, wo er sich wegen seiner Ketzerei verantworten sollte. Wir lesen dann darüber von dieser Zeit, dass er ungemeine Anfechtungen erduldet. Zum einen erkrankt er während der Reise, sodass seine Gefährten meinen, dass er umkommt. Sein Beichtvater und viele Fürsten wenden sich von ihm ab. Aber Luther macht sich auf den Weg nach Worms und auf dem Reichstag von Worms wird er dann aufgefordert, seine Schriften zu widerrufen, wo die ganzen Mächtigen vor ihm stehen. Und diese werden ihm dann vorgelegt, seine Schriften, vor den höchsten Adligen, die zum größten Teil der katholischen Kirche auch anhingen. Wir machen ein kurzes Quiz an dieser Stelle. Als Luther gebeten wurde zu widerrufen, er wurde aufgefordert zu widerrufen, was sagt er darauf? Sagt er darauf, hier stehe ich kann nicht anders? Sagt er, hier stehe ich, es war ganz anders? Sagt er nichts? Oder erbat er sich 24 Stunden Bedenkzeit? Ich bin gespannt, was bei den meisten Sehern und Hörern an dieser Stelle bevorzugt wird von diesen vier Punkten. Und Hollywood malt das ja sehr schön auf, den kräftigen und mächtigen Luther, der allen zuwider trotzt. Aber wenn wir das, was er schreibt, von dieser Zeit lesen, merken wir, wie angefochten Luther war. Neben diesen vielen gesundheitlichen Problemen und den vielen Freunden, die ihn verlassen haben, wurde er so klein vor Gott, dass er fast verzweifelte, ob er widerrufen soll. Nun, wir wissen, dass er im Letzten nicht widerrufen hat, dass er sich Bedenkzeit erbeten hat. Das ist dann auch die Antwort, er bat sich Bedenkzeit. Und es war dann, dass er die folgenden Worte von sich gab: Weil euer Majestät und euer Gnaden eine schlichte Antwort begehren, so will ich eine solche ohne Hörner und Zähne geben, werde ich nicht durch Zeugnisse der Schrift oder durch klare Vernunftgründe überwunden, denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es am Tag ist, dass sie des Öfteren geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bleibe ich überwunden durch die von mir angeführten Stellen der Schrift und mein Gewissen gefangen durch Gottes Wort widerrufen kann und will ich nichts, denn es ist weder sicher noch heilsam, gegen das Gewissen zu handeln. Gott helfe mir. Amen. Und Luther schreibt an dieser Stelle einmal nochmal zum Spalatin, obwohl er in dieser Furcht und Sorge war, doch mit dieser Zuversicht von Gott gesegnet. Denn der Gott lebt und regiert noch, der die drei Männer im Feuerofen des Königs von Babylon geschützt hat. Will er mich nicht schützen, so ist mein Haupt eine Kleinigkeit im Vergleich zu Christus, der zur höchsten Schmach, zum allgemeinen Ärgernis und zu vieler Verderben zu Tode gemartert wurde. Er war bereit, sich opfern zu lassen. Und an dieser Stelle nochmal eine spannende Aussage, die er dann sagte im Hinblick auf den Widerruf. Dies soll mein Widerruf sein.
Nach dem Motto, ich widerrufe doch. Dieses soll mein Widerruf in Worms sein. Früher habe ich gesagt, der Papst sei der Stellvertreter Christi auf Erden. Ich widerrufe. Jetzt sage ich, der Papst ist der Widersacher Christi und Apostel des Teufels. Wie kühn diese Aussage. Nun ist es so, dass Luther widerstanden hat. Hier fällt die Entscheidung und der Bruch mit den alten Mächten und ihrer Tradition. Es ist nun vollzogen. Auf der Heimfahrt wird Luther in Eisenach dann überfallen. Der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Weise, sorgt für eine filmreiche Entführung. Luther wird auf die Wartburg verschleppt. Er bezeichnet es als ein Patmos. Was er dort tut, ist bekannt darunter, dass er sich vor allem mit der Übersetzungsarbeit beschäftigt. Er gibt sich dort hier auf der Wartburg unter dem Schutz von Friedrich dem Weisen einen neuen Namen. Er heißt dann Junker Jörg, lässt sich im Bart wachsen und auch die Mönchsglatze verschwindet. Und interessant, dieser Artikel, der auf Welt vor kurzem veröffentlicht wurde, wo es nochmal heißt, dass das eben der September war, wo die Deutschen erfunden wurden. Und das ist eben das Jubiläum 500 Jahre, nämlich 500 Jahre, weil Luther im September 1522 das Neue Testament übersetzt bzw. in der Septemberbibel dann veröffentlicht hat. Deshalb ist es so schön, 2022 sich nochmal daran zu erinnern, wie Luther es ermöglicht hat, dass die Schrift ins Deutsche übersetzt wurde. Es gab zwar vorher schon einzelne Übersetzungen auf Deutsche, aber keiner hat so eingeschlagen und auch war so ergreifend und aber auch nochmal so nah dran wie das von Luther. Und das wollen wir uns einfach nochmal heute bewusst machen, 2022, was es Luther gekostet hat, was für Ängste, was für Nöte, aber wo wir auch dankbar sein wollen, dass Gott diesen Mann gebraucht hat, wo er das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt hat, in gerade mal 11 Wochen. Es wurde dann nochmal überarbeitet und der Urtext war damals übrigens eine altgriechische Fassung von Erasmus von Rotterdam. Das war niederländischer Universitätsgelehrter und bekannter, einflussreicher Humanist der Neuzeit. Und Achtung, wenn ich jetzt hier vom Humanisten spreche, ist nicht das gemeint, was von dem neuzeitlichen Humanismus, was heute darunter segelt, sondern eher der Renaissance-Humanismus. Und das meint eben, dass man damals wieder zurück zu den Quellen, zu der Antike wollte, um die Schriften zu studieren. Und deshalb gab man sich häufig dann auch griechische Namen. Das meint quasi zu dem Renaissance-Humanismus. Und Erasmus von Rotterdam war eben einer, der diese wichtige Vorlage dann auch für Luther geliefert hat. Und Luther übersetzte das Neue Testament in rasender Schnelle von 73 Tagen. Und er meisterte 9,5 Seiten pro Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Luther wurde quasi dadurch zum Schöpfer des Neuhochdeutschen, der neuhochdeutschen Schriftsprache. Und kein anderer Mensch hat den Gang der deutschen Sprache so beeinflusst wie er. Gott fügt es dann auch, dass Luther genau auf der Grenze zwischen hochdeutscher Sprache und niederdeutscher Sprache lebte und so beide verbreitete Sprachen und Redensarten in Deutschland gut verstanden und zusammenfassen konnte. Wie man so schön sagt, Luther schaute den Menschen aufs Maul. Und er hat unterschiedliche Wörter eingeführt, wie Feuertaufe, Bluthund, Selbstverleugnung, Machtwort, Schandfleck, Lückenbüßer, Gewissensbisse. Insofern hat die Bibel viel zu einer einheitlichen Sprache herbeigetragen. Und übrigens auch zur Alphabetisierung in Deutschland. Ein wichtiger Schritt zum Priestertum der Gläubigen, dass man die Schrift lesen kann und in der eigenen Sprache verstehen kann und so auch die Trübnisse und die Schikanen des Katholizismus aufzudecken. Luther auf seiner Wartburg erlitt aber weiter auch heftigste Anfechtungen körperlicher Natur. Man sagte, dass er unter Tinnitus sehr stark litt, Schwindel, möglicherweise Morbus Meunier. Viele andere sehr unangenehme Dinge seines Körpers, aber vor allem auch dann äußerliche Probleme. Es kam genau in dieser Zeit eben auch zu dem Aufkommen von Thomas Münzer, von der Schwärmerei, den Luther noch 1520 als Pastor in Zwickau empfohlen hat, aber dort stieß genau er auf die Zwickauer Propheten. Und denen, die den Schwarmgeist verbreiteten, nach dem Motto, die Bibel reicht nicht, sondern wir brauchen außerbiblische Offenbarungen und vieles mehr, verfiel dann auch Münzer und wurde dann ein aktiver Vertreiber des Ganzen, gehörte dann auch zu den sogenannten Bilderstürmer, führte sie an, die dann auch zu Waffengewalt unter den Bauern aufrief und dann als Leitfigur auch der Bauernkriege voranging. Und Münzer
starb dann auch eines gewaltsamen Todes im Rahmen der Bauernkriege, wurde er später auch hingerichtet. Und das machte Luther auch Not, auch große Not, weil er ja noch quasi versteckt war, aber von dort aus teilweise versuchte zu reagieren durch Schriften und Ähnliches. Wieder die Verwirrung. Und Münzer war an dieser Stelle ihm doch sehr stark ein Dorn im Auge. 1534 übersetzte er das Alte Testament ins Deutsche mit unter anderem Melanchthon. Und Achtung, Melanchthon hieß ursprünglich eigentlich Schwarzerd. Hier mal ein schönes Beispiel. Schwarzerd ins Altgriechische übersetzt heißt Melanchthon. Und er war ein Kumpane von Luther in Wittenberg, der dort Altgriechisch lehrte und dann übrigens auch einführte, dass Griechisch und Hebräisch gelernt wurde an den Unis. Und daher stammen sehr wahrscheinlich auch noch die Gymnasien heute, wo man noch auch Griechisch lernt. Die gehen sehr wahrscheinlich auf dieses Vorhaben von Melanchthon zurück. Und über Melanchthon sagte Luther einmal die folgenden Worte: Ich bin rau und ungehobelt und stürmisch, geboren zum Kampf gegen Armeen von Teufeln und Ungeheuern. Meine Aufgabe ist es, Stümpfe und Steine zu beseitigen, Disteln und Dornen wegzuhacken, wilde Wälder zu räumen. Dann kommt Meister Philipp, sanft und leise, sät und gießt mit Freude und gießt mit Freude entsprechend den Gaben, die Gott ihm so reichlich gegeben hat. So unterscheiden sich diese beiden Charakteren. Melanchthon hat bei Münzer allerdings am Anfang noch nicht direkt den Durchblick gehabt, später dann aber dann doch auch bekommen. Ja, wir kommen dem Schluss entgegen, nämlich Luther heiratet dann auch. Durch die Auflösung des Zölibats unter der protestantischen Bewegung wurde es dann so, dass eine Menge an Mönche und Nonnen natürlich auch frei kamen und versorgt werden mussten. Und so suchte Luther zum Beispiel für die Ex-Nonnen und Ex-Mönche auch Personen, die sie heiraten konnten. Und für Luther war die Ehe eigentlich lange Zeit keine Option. Er sagte selber mal, der Gedanke einer Heirat ist mir fremd, weil ich jeden Tag den Tod erwarte, wie Ketzer ihn verdienen. Bei einer von 12 geflüchteten Nonnen, die er jeweils an alle versorgen konnte, bei einer eben, diese sogenannte Katharina von Bora, fand er aber unglücklicherweise keinen passenden Mönch, sodass er, wie er selbst sagte, sich ihrer erbarmte und sie dann am 13. Juni 1525 heiratete, wie er sagte, dem Teufel zum Trotz, um die Engel zum Lachen und den Teufel zum Weinen zu bringen. Zur Empörung gegen den Papst. Seine Käthe, die hier nochmal dargestellt ist, war eine tüchtige Frau, die Hofhausfinanzen regelte, sodass sich Luther ganz auf das theologische Geschäft konzentrieren konnte. Ich habe meine Käthe lieb, sagt er. Ja, ich habe sie lieber denn mich selbst. Das ist gewisslich wahr. Ich möchte lieber sterben, denn dass sie und die Kindlein sterben sollten. Nicht um Frankreich, noch um Venedig will ich meine Käthe hergeben. Sie ist mir von Gott gegeben, wie ich auch ihr. Sie ist ein treues Weib und ihre Tugenden sind viel größer als ihre Mängel. Zu ihrer Hochzeit bekamen sie vom Wittenberger Rat 20 Gulden, ein Fass Einbeck, Bäckisch Bier und ein Kloster. Und Luther sagte einmal so schön: Käthe überlässt er die Küche und die Hauswirtschaft, sonst regiert ihn der Heilige Geist. Und sie hatten 6 Kinder zusammen, allerdings starben 2 schon sehr früh. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine kurze Anmerkung anfügen, weil es eine sehr bewegende Begebenheit gibt, wie sie beiden einfach miteinander kommuniziert hatten oder wie die Käthe auch ihren Luther kannte. Und zwar, wenn ihr Dr. Martinus wieder einmal verzagt und traurig zu werden droht, sind Frau Käthe auf allerlei Listen, ihn zu erheitern und zu trösten. Wieder einmal, wie das sonst so glaubensfrohe Mann von Anfechtung geplagt, greift zum Hut, eilt in den Garten, vor der Stadt sitzt, sinnend unter dem Baum und findet doch nicht Klarheit und Frieden. Mit müden Blicken schleicht er zurück ins Haus, die schlaffe Hand betätigt kaum den Klopfer an der Tür. Frau Käthe öffnet. Im Schwarz-Trauergewand steht sie da, den Schleier tief ins Gesicht gezogen. Luther erschrickt: um Christi Willen, Käthe, was ist geschehen? Oh, Herr Doktor, ein großes Unglück, antwortet Frau Käthe mit leiser Stimme. Unser lieber Herrgott ist gestorben, das bin ich so betrübt. Da sind die schwarzen Wolken über Luthers Gesicht zerrissen. Laut lacht Luther auf: aber Käthe, unser Gott stirbt doch nicht. Er lebt und wird ewig leben. Nun, antwortet die trauernde Frau, dann wundert es mich, dass ihr so verzagt sein könnt. Da nimmt Luther seine Käthe in die Arme. Er hat ihre Mahnung und Lehre verstanden. Er hebt sie auf und trägt die Widerstrebende die Treppe hinauf und über die Schwelle seiner Stube lässt sie in den schweren Eichensessel gleiten, greift nach
einem Stück Kreide und schreibt an die Tür, Vivid, er lebt. Ja, Luther war ein deutscher Herkules in mancherlei Hinsicht, aber nicht, weil er so stark war, sondern weil Gott durch ihn wirkte. Er war nicht fehlerfrei, aber er war Gottes Berserker, der mit allem Eifer nach der Wahrheit suchte und für sie nach bestem Gewissen eintrat. Er arbeitete so weit in die körperliche Erschöpfung hinein, ja, mit immenser Kraft. Es wird gesagt, dass er 4000 Predigten gehalten haben soll, 2300 sind erhalten. Das waren im Durchschnitt 120 Predigten pro Jahr, also alle 3 Tage hat er wohl gepredigt, neben den vielen Briefen, die er sonst noch geschrieben hat. In seinen letzten Wochen ist er insbesondere als Schlichter in einem Streit dann in Mansfeld noch involviert. Es kommt dann aber so weit, dass es Luther ans Leben geht. Und Luther Schmerzen in der Brust bekommt und dann im letzten auch verstirbt. Er stirbt am 18. Februar 1546 um 2.45 Uhr im Alter von 62 Jahren. Er wurde dann in der Schlosskirche in Wittenberg unter der Kanzel beerdigt. Und er schreibt auf einem Zettel noch einmal seine letzten erhaltenen Worte schriftlich, nachdem er einen langen Text auf Lateinisch noch geschrieben hat. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und diese Aussage, die Luther an dieser Stelle nochmal zusammenfasst, ist so schön eine Erinnerung, die uns an die Bergpredigt erinnert. Wo wir in Matthäus 5 lesen, glückselig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und das war die Erkenntnis, die Luther getröstet hat in seinem Leben, die ihn durchgetragen hat, durch alle Höhen und Tiefen, dass er wusste, dass er mit leeren Händen vor Gott kommen kann. Und weiß, im Letzten ist er ein Bettler. Luther liegt begraben in Eisleben. Wir haben die Lage gesehen, sein Leben. Wir werfen einen kurzen Blick noch auf die Legat, auf sein Legat. Was war Luthers Legat? Was ist Luthers Erbe? Wer ist Luthers Erbe? Was lernen wir aus Luther? Was ist sein Erbe? Ein wichtiges Erbe, das Luther neu herausgreift und was wir in unserer Zeit heute mehr als sonst brauchen, ist die sogenannte Zwei-Reich-Lehre. Er hat sie nicht erfunden, aber er hat ihr nochmal einen besonderen Nachdruck gegeben. Und Dietrich Bonhoeffer hat diese dann in seiner Mandatenlehre später aufgenommen und auf Basis der Schrift weiterentwickelt. Die Zwei-Reiches-Lehre unterscheidet zwischen dem Geistlichen, das Reich zur Rechten und das Reich zur Linken in einem Land. Und das meint im Letzten damit, dass Gott einmal, beziehungsweise er lehnt sich damals, einmal gegenüber der mittelalterlichen Kirche, der Päpste und Bischöfe, die mit der weltlichen Macht ja auch immer mehr gekommen sind und so ihre Autorität ausüben wollten, auf. Aber zum anderen wendet er sich damit auch gegen die Schwärmer, Münzer, Karlstadt, die aus dem Evangelium direkt weltliche Gesetze ableiten und damit die Welt regieren wollten. Gott begegnet der Welt dabei in unterschiedlicher Weise, nämlich einmal in dem Evangelium von Jesus Christus, ruft den Menschen zum Glauben und darin besteht dann das geistliche Regiment, was die Aufgabe der Gemeinde, der Kirche ist. Mit dem Gesetz aber, wie wir es hier auch dargestellt nochmal sehen, im Sinne des weltlichen Rechts werden die Folgen der Sünde in der Welt äußerlich begrenzt. Darin besteht das weltliche Regiment. Er hat sich an den Geboten, den 2 Tafeln des Dekalogs auszurichten. Eine schlechte Regierung ist immer noch besser als keine Regierung, also Anarchie. Aber eine Regierung, und jetzt kommen wir auf die Aktualität dieser Zwei-Reichen-Lehre nochmal drauf, die die von Gott gegebenen Grenzen überschreitet und den Bereich der Gemeinde hineinregiert, ist nicht ohne weiteres Gehorsam zu leisten. Im Gegenteil. An dieser Stelle sind wir Protestanten und wollen protestieren. Und da ist die Corona-Zeit eine Zeit gewesen, wo das nochmal auf die Probe gestellt wurde und auch für die Gemeinde eine Herausforderung war, das neu zu erkennen und das neu auch anzuwenden. Römer 13, Vers 3 sagt, dass die Obrigkeit das Schwert hat. Aber 1. Petrus 2, 14 sagt auch, dass sie das Schwert haben, um die Übeltäter zu bestrafen, aber wiederum die Guten zu ehren. Und woher weiß der Staat, was gut und was böse ist, wenn es nicht durch die Verkündigung, durch von Gottes Wort her erfolgt? Und Paulus sagt einmal zu Timotheus in 1. Timotheus 3, Vers 15, dass die Gemeinde Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit ist und die Regierung hat, nicht in die Gemeinde hinein zu regieren und ihr zu sagen, wie sie den Gottesdienst gestalten soll oder nicht,
oder wer eingeladen werden darf und wer nicht. Die Verkündigung hat aber sehr wohl die Gerechtigkeit, das Gericht und die Gnade Gottes hochzuhalten, sodass die Obrigkeit lernt zu fürchten, Gott zu fürchten und sich daran erinnert, wem in erster Linie sie eines Tages auch mal gegenüberstehen wird und sich rechtfertigen muss. Genau das wird uns an den unterschiedlichsten Stellen in den Evangelien und in der Apostelgeschichte vor Augen gemalt, wenn der Apostel oder auch der Herr Jesus die weltlichen Fürsten vor Gott in die Verantwortung stellt. Das war ein Erbe, was Luther weitergegeben hat. Und wer erbt es heute? Wer setzt es um? Wer wendet es an? Ad fontes ist ein lateinisches Sprichwort, was die Reformatoren, aber auch Luther in der Theologie immer wieder genannt haben. Zurück zu den Quellen. Das ist ein weiteres Erbe Luthers. Zurück zur Schrift. Luther wollte aus den Christen mündige Bürger machen, die mündig im Umgang mit Gottes Wort werden. Er prägt die sogenannte Soli der Reformation. Auch sie werden als sein Erbe bezeichnet, wiewohl es er sie nicht neu erfunden hat. Er hat sie neu entdeckt und heute würde man mit dem Begriff der Soli eher noch die Solidarität assoziieren. Das meint das Wort aber nicht. Das Soli meint die fünf Sola, ist die Einzahl, Mehrzahl Soli. Und hier haben wir es nochmal: Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus und Soli Deo Gloria. Darum geht es im Letzten. Dass allein die Schrift unsere Grundlage ist, auf der sich der Glaube gründet. Dass Menschen allein durch den Glauben zu Gott gerettet werden. Allein durch die Gnade, nicht durch gute Werke. Gute Werke folgen dann danach, aber man kann sich den Himmel nie erkaufen. Solus Christus, allein durch Christus und im Letzten soll dies alles zur Ehre Gottes führen. Und Achtung, es ist eine Sache, dies mit zu unterschreiben. Es ist eine Sache, dafür einzutreten. Es ist eine Sache, am Grab von Luther eines Tages mal zu stehen, wie es unterschiedlichste Menschen ja heute auch tun. Aber Jesus sagte einmal im Neuen Testament und warnte die Pharisäer davor, dass sie auf der einen Seite die Gräber der Propheten bauen und schmücken, aber auf der anderen Seite gleichzeitig diejenigen sind, die sie ermordet haben und auch noch ermorden. Ja, wehe den protestantischen oder evangelischen Oberhäuptern, die an einem Tag andächtig am Grab Luthers stehen, während sie am anderen am Messaltar, im katholischen Gebetshaus oder anderweitig im Bund mit der Ökumene, der römisch-katholischen Kirche, die Hand reichen oder eben die Ideologie des CO2-Ablasshandels huldigen und fördern. Es ist eine Sache, ein Vorbild in Ehre zu halten und eine andere, den Weg, den es weist, zu folgen. Da lassen wir uns am Ende noch einmal durch Spurgeon an den Anfang erinnern. Spurgeon sagte: Stellt euch vor, Luther, Zwingli, Calvin und die anderen Reformatoren hätten gesagt, die Welt ist aus den Fugen geraten, aber wenn wir versuchen, sie zurechtzubringen, werden wir nur einen großen Lärm verursachen und uns dabei in Ungnade bringen. Lasst uns in unsere Kamera gehen, unsere Nachtmützen aufsetzen und die schlechten Zeiten verschlafen. Und wenn wir wieder aufwachen, werden sich die Dinge ja wieder gebessert haben. Wenn sie sich so verhalten hätten, wären wir noch in den alten Irrtümern. Diese Männer liebten den Glauben und den Namen Jesu zu sehr, als dass sie hätten zusehen können, wie darauf rumgetrampelt wird. Beachtet, dass auch wir dieses Vermächtnis unseren Kindern unverfälscht weitergeben. Insofern schließen wir mit dem Einkaufstipp von Sprüche 23, Vers 23, wo geschrieben steht: Kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht, Weisheit und Unterweisung und Einsicht. Herr Jesus Christus, Dankeschön für das Leben von Luther, für das Leben der anderen Reformatoren, aber dass du vor allem Martin Luther als Person gebraucht hast, einmal der so viel tragen musste und den du ausgerüstet hast dafür, den du aber so auch dann zum Segen hast werden lassen. Danke für seinen Predigtdienst, für seinen Übersetzungsdienst, für seinen Mut. Herr, uns mögest du uns auch diesen Mut schenken, wie es auch Zwingli einmal sagte: Tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Lass auch uns so mutige Männer und Frauen nach deinem Herzen werden, dass wir für die Wahrheit deines Wortes eintreten zur Zeit und zur Unzeit und es unabhängig von der Situation, in der wir stehen, bereit sind, williglich hochzuhalten und auch den Preis dafür zu bezahlen. Herr, diese Tüchtigkeit kann nur von dir kommen und darum bitten wir dich, weil wir von deiner Gnade abhängig sind. Und wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen und danken dir an dieser Stelle nochmal herzlich für dein gutes Wort. Amen.
Ich möchte noch einige Literaturempfehlungen geben, die wir hier eingeblendet sehen. Wer sich noch näher mit Martin Luther beschäftigen möchte, es gibt ja unzählige Biografien oder auch Betrachtungen oder Betrachtungen einzelner Bereiche seines Lebens. Aber das sind drei recht wertvolle Bücher, die ich wärmstens ans Herz legen kann, zu lesen, zu studieren und damit sich nochmal etwas näher mit dieser Person Martin Luther zu beschäftigen, weil es so unglaublich viel da auch zu entdecken gibt. Man umso dankbarer wird an dieser Stelle einfach nochmal für das, was Gott uns auch durch diesen Mann geschenkt hat.